Hallo zum Mission Erste Liga und FIFA 18 Dreh dann Let's Plays noch gegen Dynamo Dresden. Es gibt mal schön in Gelb. So ist die Aufstellung. Management. Wir haben ja die Aufstellung lassen wir mal so. Habe ich überhaupt mal hier Fuß an der Stöger? Fuß, Elfmeter. Nee, Bastians nicht mehr. Nee. Hinterseher. Stöger, dann ist das so relativ in der Wirklichkeit. So, Stütze. Ja, das haben wir wohl schon mal übernommen, so. Na gut, dann spielen wir mal. Knapp zu wenig. Oh Gott. Zwischen zu wenig und zu stark bei dir. Ach, das ist ja total zu wenig. Genau richtig. So. So, dann bauen wir mal. Offensiv spielen wir mal. Hartmann. Teströt verliert hier den Ball. Sam. Chimera kann den Ball hier nicht verarbeiten. Reco. Teströt. Müller. Oh Gott, da war ich schlecht verteidigt. Aber hier eine Rettungstat. Hätte Teströt da wohl noch dran kommen können? Ich weiß. Oh, das war gefährlich hier. Stöger bekommt den Ball. Spielt hier auf Hinterseher. Der hat den Ball verniert. Die drehst dann hier mit dem Aufbauspiel hier. Benatelli, dessen Vater bei Bochum gespielt hat. Teströt kommt hier gut vorbei, aber Alfred passt ja auf, aber
Der Ball landet wieder in den Füßen der Sachsen und kein Problem hier für Riemann. Lucina, der Ex-Dresdner, auf Sam versucht, aber der Angriff ist auch wieder vorbei. Bastians. Einfach mal einen langen Abschlag jetzt. Rumpa. Benatelli bekommt den. Und Kotta. Was denn auf Schirm? Chimera. Der verspringt da den Ball. Lucina zum Stöger. Stefane. Und was macht Scheram mehr da? Der verspringt Scheram mal den Ball. Was Testrot hier ziemlich gute Chance bringt. Wieder Ball zu Dresden direkt. Testrot! Macht hier ganz viel Alarm. Und Vorteil Dresden. Testrot. Benatelli. Siegwin. Hauptmann. Bastians. Müller wird hier gut beackert, aber nicht gut beankert genug. Ob Bastians lässt sich hier auf den Ball abnehmen. Einmal etwas Entlastung, aber die Dresdner schnüren hier die Bochumer weiter ein. Sam, oh, mit einem katastrophalen Pass hier. Bastians, Eisfeld. Müller, Hartmann, Siegfried, Hartmann, Lucilla, das kommt hier gar nichts zustande. Bochum bekommt den Ball nicht aus dem eigenen Drittel. Wieder so eine komische Aktion. Oh, da verspringt jeder Ball. Chimera rettet hier zum Einwurf. Destrut. Bastians wirft sich hier rein zur Ecke. Und Torabschlag. Sieht man nur halb blank. Hinterseher auf Sam. Und wieder der Ball wurde hier abgefangen. Und wieder die Dresdner im Angriffmodus. Lucilla bekommt hier den Ball. Stöger verspringt hier den Ball wieder. Oh Gott, was ist denn das denn? Ey, mir verspringt hier jeder Ball. Hä? Als ob hier mein Stick hier nicht ganz in Ordnung wäre. Ich drehe mich immer in
in Gegenrichtung zu meinem Tor hier. Breko, Breko! Bitte von Bastians gut gestört. Aber wieder. Warum läuft er in Richtung eigenes Tor? Oh. Ja, ich steuere da nicht hin. Egal. Abseits. Vorteil Dresden. Bastians kloppt dir den Ball weg und ab Stoß Bochum. Hochkant Lucilla. So, 0-0, Einschuss Bochum. Suarez, Alsfeld, Lucina, Stöger, Suarez, Hinterseher. Kommt mal Stöger, aber das war ja noch viel zu ungefährlich. Lucilla Cruz. Stöger. Wird hier fair beackert. Oh, wow, oh, oh. Ganz ruhig hier. Danino. Suarez. Eisfeld. Cruz. Stöger. Eisfeld. Stöger. Verliert hier den Ball. Eisfeld. Kann den Ball hier nicht behaupten. Testrot wird hier gefault von Bastians und da sind Bastians noch einen zweiten um. Dafür bekommt Bastians hier die gelbe Karte und Bochum wechselt Tesche für Eisfeld. Und Ecke Dresden. Nein. Hauptmann für Benatelli. Oh, 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 da war kein guter Pass. Tesche, oh. Suarez auch. Luske. Und da konnte der Dresdner mit dem Ball gut umgehen. Suarez auf Cruz. Da eine Flanke und Hinterseher ist da mit dem Köpfchen. Schön reingeflankt und da ist der Kopf. Lukas Hinterseher zum 1-0.
Der erste wirklich vernünftige Angriff der Bochumer. Den Namen Angriff auch verdient. Chimera auf Bastians, auf Suarez. Sehr gut auf Gruß, aber Gruß verliert den Ball. Auf Hinterseher, auf Stöger, da hier angreift, aber er war doch noch ein Dresdners Füßchen. Ein Fuß von einem Dresdner dazwischen. Und ich warte mal, wenn dann, dass wir hier mit Unterzahl sind. Fabian für Bastians. Sam, eine Flanke und Zafane köpft hier raus. Und Tesche in die Arme von Schwebe geköpft. Hauptmann, oh. Böser. Danino, schön. Chimera. Lucilla. Chimera. Cruz hier. Oh, da war doch noch im Aus. Hartmann im Spiel. Rösler. Cutbell. Oh. Ziemlich weiter Rückpass auf Riemann und ein guter Spiel auf Riemann, aber was Suarez damit anstellt, war nicht mal ganz so gut. Und Vorteil Dresden und Abseits. Tesche bekommt hier noch die gelbe Karte. Wurz für Stöger im Spiel. Da kann doch Tesche eigentlich gar nichts für. Naja. Fabian. Danino. Cruz. Lucina verhindert hier den Angriff. Und Freistoß. Von der Mittellinie. Gut verteidigt. Ausmann. Gunther. Grüßer. Oh, wow. Das war gar nicht von Grüßer hier. Zentral. Geschossen. Hauptmann. Oh, der Kopfball ging ja genau auf den Dresdner und Tesche hier. Oh, Tesche mit einem Fehlpass. Breko, Gunther und Müller schießt daneben. Und ein Pass hier quer übers Feld. Danino. Ausmann. Ecke Dresden. Eine verpassen den Ball und es gibt Freistoß für Bochum. Genera. Oh. Er fährt nichts.
Freistoß hier, weil Hoogland hier fault und das gibt auch noch eine Karte für Hoogland. Riemann packt hier aber sicher zu. Danilo Suarez. Hier ganz schnell. Und total versagt hier da. Da war gar nichts. Tesche kloppt den Ball hier nach außen. Hauptmann. Oh, das ist der Sieg. Nur ein vernünftigen Angriff und ja, da war das Tor von Hinterseer. So. Bochum auf dem 5. Platz. Ich muss eben die Würfel-App rausholen. Aber schon mal die Position könnten wir schon mal gucken. Außenverteidiger. Da haben wir 7 Kandidaten. Und der Konstantin Wimmer aus der Jugend der Frank 2, 4, 6, 8, 10. Der darf defensiven Stresstest. Sechs plus 14, 10. Dünnüs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 14. Bei mir ist irgend so ein komisches Geräusch, was mich total irgendwie gerade irritiert. Nicht am Computer, sondern außerhalb. Naja. So. Nochmal die Außenverteidigung und nochmal der Herr Wimmer. 2, 4. Die Möglichkeit, ein Dribbling-Szenario davon trainieren. Und Gündüz macht 8 Angriffsszenario. Torwarttraining. Kraft. Mit herauslaufen. Und das letzte Training für heute, was wir sowieso simulieren, ist für die Innenverteidigung. Ne. Ja. Für Hoogland. Essentielle Abwehr. Alles simulieren. Da Wimmer mit einem B und einem C, das ist ja schon ordentlich. Aber der Sanke viel zu schwach. Und Hoogland mit einem A. Kraft mit einem B und Gündüz mit einem C. Oh, ordentliche Trainings. Wir könnten Transfer machen. Kevin Stöger wird ablehnen. Und Bastians ablehnen. Nee. So, Top-Transfers. Reus von Dortmund zu
AC Milan. Koke für ein Atletico zu Arsenal. Und Mahrez von Leicester zu Tottenham. Jüngste Transfers. Koke. Luongo von Crystal Palace nach Hella Verona und Turia von Septura Genua nach Freiburg ausgeliehen. Jüngste Transfers. Vitra, ein Herr Vitra von, ja, keine Ahnung, welche Mannschaft das sind. Ganz langsam jetzt mal. So. Ah, Bernat von von Bayern nach St. Petersburg. Oh, und hier ein neuer Top-Transfer. Pommes von, ja, nach Arsenal. Piszczek zu Leverkusen. Cavani von Paris Saint-Germain nach Tottenham. Naja, ich mache jetzt mal ganz schneller hier. Pertl-Angebot. Nehmen. Pertl wollen wir nicht unbedingt loswerden. So, 4 Stunden vor Dings Reus, Cavani und Pommes. Sie nehmen Gündüz. Gündüz könnte mir vorstellen zu verkaufen. Ach ne, diese Verhandlungssache. Oh. Die dauert ein bisschen. Ja, ist mal Adlan. Als ob der da verhandeln würde. Naja. Vorschlagen. Und Weiterverkaufsgebühr. So, was macht ihr? Ah. Bisschen mehr Geld würde ich schon gerne haben. Die 1,2 sind schon in Ordnung, aber ein bisschen mehr Geld will ich haben. So 15%, da sage ich jawohl. Jo, wir haben fast unsere Forderungen bekommen. Hm.
Er muss Gündüz nur noch akzeptieren, dann ist Gündüz verkauft. Muss ich dir dann noch was machen? Keine Aktion verfügbar, okay. Müssen wir wohl warten. So, Monatsbericht, der monatlich jetzt Update, jawohl. Naja, 55 ist zu wenig. Was ich denn? Ablehnen. Verpflichten. Gündüz ist noch im Kader. Der hat sich wohl nicht mehr denen einigen können. Na gut. Ah, monatliches Scouting-Update. Ah, ablehnen, ablehnen, ablehnen unter 55. Aber kommt gar nicht ja bei mir im Betracht. Aber hier bin ich noch. Ach, jetzt haben wir. So. Wer ist denn Spieler des Monats? Hinterseher. Oh, Nationalmannschaften bekunden Interesse. Okay, bin ich mal gespannt, ob ich bald eine Nationalmannschaft bekomme. Ich werde nicht jedes x-beliebige Angebot annehmen. Das auf keinen Fall. So, erstmal Fabian-Training. Defensiver Stresstest. Mhm. Fünf plus 4 sind 9. Ach, der Herr Wimmer darf mal wieder ran. Das Konstantin 2, 4, 6, 8, 10. Also den werde ich dann definitiv nicht rauskicken. Für den haben wir jetzt hier schon zu viel investiert. Torwarttraining für Kraft. Torwartgrundlagen. Pässe abfangen trainiert der Konstantin. Acht plus drei sind elf. Uli Babu darf dran. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da bin ich mal gespannt, wann er wirklich das erste Mal spielt.
abhalten. Zwölf Minuten, 1:11. Cruz ist ja auf jetzt international unterwegs. De Witt 2:4:6:18. Tripling mit Präzision. Ein C schafft der Konstantin. Ist schon auf 47. Ein A von Kraft. Ein D nur von Fabian. Jawohl. Babu auch nur an der. Der wird ein B. So. Sehen dem Gündüz verkauft. Dachte. Okay. So. Nationaltrainer-Offerte. Peru. Peru. Finde ich nicht so interessant. Nee. Kennen wir ja auch schon längst aus. FIFA 16. Ja, Jan, du bist ein bisschen besser als Semmerich. Komm, Mecke für Gündüz. Ja. Freunde, Kapitän. Ach komm, machen wir doch 10. Macht Sam alles, aber Bastian Hinterseher, so. Anweisungen. Fangen wir mal von stets überlaufen aus. Stets überlaufen. Hinten bleiben, ja. Hinten bleiben. Form bleiben, energisches Abfangen,
Warten. Das wird auch eine. Spielstation. Oh. So, das ist die Taktik, die wir ein bisschen ändern. Ja, eigene Taktik passt so. So, dann spielen wir mal gegen Darmstadt 98. So, die Aufstellung. Da machen wir aber keine Experimente hier. Ups. Oh Gott. Eieiei. Da war gar nichts. Na gut. Offensiv vergehen wir ein bisschen. Hinterseher hier schön Gruß wird hier schon von Altintop hier angelaufen und Kempe, dessen Vater auch in Bochum gespielt hat. Stöger. Sirigu. Lucilla. Eisfeld. Niemeyer. Bastians gut gemacht. Hochland. Lucilla. Chimera. Hinterseher. Gruß kommt da nicht mal ran. Gut von Sam auf Hinterseher. Sam, sondern Chimera und Lucilla. Oh, Gruß kommt nicht dran. Mähnlein. Von Danilo, schön gestört hier. Sirigu, Altintop, Kempe, Niemann, Rosenthal, Hochland, Suarez, auf Cruz, auf Hinterseher, auf Suarez, Cruz, sieht hier Eisfeld laufen und er rutscht hier aus. Zulu, Bankerat, Mählein, oh, gut hier abgewehrt, aber in die Füße der Darmstädter,
Stöger. Ah, Cruz hier. Sehr nachlässig. Sirigu. Kempe. Hemlein. Danino schießt hier raus. Kempe. Oh, je. Riemann weit. Oh, Suarez. Sehr nachlässig hier. Da schimpft Eisfeld etwas. Fragt, was soll das denn? Oh, Eisfeld rennt hier am Gegner vorbei. Mehlheim. Kempe. Suarez mit einem totalen Fehlpass und oh, was zum Tor führt am Ende. Großen Teil mit dem 1:0. Ja, mal Latte und dann reingeköpft. Da konnte er nicht mal anders. Sam auf Chimera. Da wird vom Kreuz Kevin abgedrängt. Und Foul von Hochland gegen Rosenthal. Und das gibt direkt die Karte auch noch. Eisfeld köpft ihr schon raus. Aber der Ball kann nicht gesichert werden. Suarez holt hier den Abschlag raus. Riemann. Nein. Rosenthal. Wird hier unsauber von Nusila gestoppt. Und da bekommt eine Ansage vom Chiri. Das reicht. Zentrale Position. Und schlechter Freistoß hier. Hochland auf Chimera. Auf Hochland. Da war nix. Nusila findet hier Chimera nicht ganz und der Fahrer gibt Freistoß wieder mal gegen Bochum. Matlaba, der neue Mann der Medien. Stöger, Chimera, Eisfeld, sehr schön auf Cruz. Cruz die Flanke auf Sam und kein Problem für Heuer Fernandes, der auch bei Bochum in der Jugend gespielt hat. Kempe, Rosenthal. Lucilla hier wieder, der hat nicht auf den Schiri gehört und diesmal gibt es die Karte. Das war gefährlich von Rosenthal. Sam bringt den Kompani hier an. Rosenthal, Mindheim, Oakland. Oh, da fahren die beiden gelb verwandten Spieler, die da natürlich nicht mal ganz so reinziehen können.
Und Semper dribbelt sich nach außen. Und auch Sam langt hier nach und bekommt auch die Karte zu sehen. Hinterseher. Stöger. Auf Sam. Aber der Angriff wird nichts mehr. Hochland, Lucilla. Und. Oh, schade. Hochland. Und da war abseits von Bastians. Gus, Bastian. Hinterseher kann jetzt den Ball nicht verwerten. Und damit gehen die Mannschaften in die Kabine mit dem 1:0. Hinterseher, Stöger, Chimera, Lucilla. Oh, wow, 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 wow. Rosenthal gegen Lucilla. Und drüber geballert. Hochland, Chimera. Und das gibt Einbruch für. Hä? Für Darmstadt? Aber die waren doch. Kemper Olko. Oh, Großkreuz hier. Mit dem Schuss, nachdem Rosenthal daneben gerutscht ist. Und Memlein. Bastians hier schön auf Stöger. Stöger kommt hier durch und schiebt rein, nachdem die Grätsche gegen ihn nicht gesessen hat. Einfach reingeschoben, ganz locker. Ausgleich. Bochum geht ein bisschen weniger offensiv. Aber nur ein bisschen weniger. Lucilla. Chimera auf Sam. Damit der Flanke, aber Heuer Fernandes. Hier am Runterpflücken. Und Freistoß Bochum und Tesche kommt wieder für Eisfeld ins Spiel. Und Niemeyer wechselt. Niemeyer ist auch vom Feld. Für stark. Ah, Gus schießt da zu stark. Oh. Mirain. Oh, da ist Kempe ganz alleine. Wird hier doch noch gestört. Aber Großkreuz. Stöger für Wurz. Da kam Tesche nicht mal schnell genug dran und da macht stark das Schokator.
Stöger raus für Wurz. Totaler Angriff wieder für Bochum und die verlieren hier den Ball. Bei Wurz startieren die mal ein bisschen. Großkreuz wird hier gestört und ich wollte doch wechseln. Wurz, Bastians, Sam. Die Flanke, die war gar nichts. Einwurf, Darmstadt, Kempe. Gus hier ganz schön am Rumhaken und Diamantikakos für Lucilla. Dann werden wir auch die Aufstellung ein bisschen ändern. Gibt es eine Vierer? Ja. Machen wir so eine Raute. Ja, machen wir mal so eine extrem offensive Taktik hier. Die haben Antikakos. Kämpft sich hier durch, aber der flache Pass geht nur durch Sulo zum und Freistoß für Bochum. Genau in die Arme von Heuer Fernandes. Halt den Top, Rosenthal. Und Riemann bekommt hier den Ball. Mal für einen Fehler von Riemann hier. Die Außenverteidigung wurde ja total hier aufgelöst und Rosenthal wechselt für Beslak. Damantikakos auf Danino. Auf Wurz. Den Kopfball konnte dahinter sehr leider nicht bekommen. Kempe. Bastians erkämpft sich hier den Ball. Super. Wurz kann den Ball hier nicht runterbringen und Beslak nach außen. Kempe. Tische. Großkreuz. Minein. Da wird abseits gefordert, aber war wohl nicht. Und da lässt der Mantikakos den Ball liegen. Und auch der Angriff wurde nichts. Und der neue Mann, der Darmstädter, ist raus. Und Hochkreuz auf Beslak und Riemann. Wird hier noch nicht arbeitslos. Mehlheim. Bastians ist mal zuerst dran.
Gut, der Mantikakos. Danino. Der Mantikakos. Kuss kann der nicht verwerten. Und Chimera. Mit dem Foul. Und auch noch die gelbe Karte. Und da war nix. Stark. Best Luck. Und der Ball geht aus. Bastian auf Sam. Sieht hier Diamantikakos. Diamantikakos mit der Flanke und Huse köpft ihr den nur in die Arme des Torwartes und das war's. Ja. So, dann wollen wir noch trainieren. Flügelspinner, 12 Mann haben wir da. Pavlidis trainiert 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Hohe Steilpässe. Nochmal die gleiche Position. Johannes Zaun aus der Jugend 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Einmal Spiel macht er. Und wieder die gleiche Position. Und Jugendspieler Moser, Silvere Moser. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Und er macht Angriffsszenario. Und heute haben wohl nur Flügelspielertraining. 9. Der Jugendspieler Cedric DeWitt. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Dribbling-Parcours. Und das letzte Training. Hey, zentral im Mittelfeld. 8 plus 3 sind 11. Anzinger, Maximilian, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Dribbling bei Besitz, alle simulieren. Ah, der DeWitt hat versagt. Pavlidis, Sauna und Moser mit B und Anzinger mit C.
So, Post gibt's nochmal. Mögliche Nationalstellen. Südafrika, Nordirland. Finde ich wieder Nordirland? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall geht es nächstes Mal weiter. Tschüss.